Mein Name ist Ron Maxim und ich liebe es, an ungewöhnlichen Orten Konzerte zu geben. Mein erstes Konzert an einem ungewöhnlichen Ort war auf dem Friedhof. Ich spielte am Grabe Karl Bechsteins einige Werke von Bach und Prokofjew. Dann führte die Reise weiter in ein Zirkuszelt. Dort durfte ich Kriegsklavierkonzert in A-Moll mit einem Orchester spielen. Vor einigen Monaten landete ich dann schließlich in einem Zirkus. In einem Zoo eigentlich. Vor einem Elefantengehege. Ich durfte mit Michael Kessler ein kleines Experiment mit Elefanten durchführen. Nun lade ich Sie ganz herzlich dazu ein, am 24. November mit mir in die Bergedorfer Mühle zu kommen. Denn dort werde ich meine Reise der ungewöhnlichsten Konzerte fortführen. Die Mühle hatte nicht nur wirtschaftlich, sondern auch vielleicht musikalisch eine große Bedeutung. Auf dem Programm gibt es Stücke von Johann Sebastian Bach, Franz Schubert, Johannes Brahms und am Ende kommt ein sehr besonderer Gast, eine Sängerin, mit der ich zusammen einige Rachmaninow-Lieder aufführen werde. Falls ihr also nun Interesse habt, kommt doch vorbei am 24. November in die Bergedorfer Mühle. Dort erwartet euch ein ungewöhnliches Konzert.